Wir beginnen mit einer Rede der rotfeministischen Jugend. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen und insbesondere liebe Jugend. Auch wenn der Staat uns diesen Tag heute hingebungsvoll als frei gönnt, ist heute kein Feiertag und kein Tag, um oberflächlich systemrelevante Arbeit zu preisen. Denn ohne Kampf würde uns kein Sonntag, kein Krankheitstag, kein Frauentag, ja weder Mutterschaftszeit noch die Rente zustehen. In der Kontinuität dieser Geschichte stehen wir heute hier. Alle Jahre wieder 1. Mai. Alle Jahre wieder stehen wir hier als ArbeiterInnen, als BerlinerInnen, als GenossInnen und als Jugend auf der Straße. Also lasst uns den heutigen Tag als das benennen, was er schon immer war. Ein Kampftag! Wir alle sehen tagtäglich die Krankheit des Systems in unserem Umfeld. In der finanziell sich verschlechternden Lage unserer Familien, in den patriarchalen, rassistischen und queerfeindlichen Gewalttaten und im zunehmenden psychischen Elend unserer Liebsten. Welche Reform hat uns jemals davor beschützt? Jetzt gerade ist es der russische Angriffskrieg, der federführend für die Prioritätensetzung der Regierung ist. Wenn es um die Sicherung von den Übergewinnen aus Tod und Zerstörung geht, ist der deutsche Staat zur Stelle. Wenn es darum geht, die Fließbänder von Heckler und Co. am Laufen zu halten, ist der deutsche Staat zur Stelle. Doch wenn es darum geht, Kriegsverweigerern Zuflucht zu gewähren, dann gibt ihnen der deutsche Staat den Todesstoß in die Kriegsmaschinerie. Wir als Jugend schauen in unsere Zukunft und alles, was wir sehen, ist die stetige Verschlimmerung der Zustände. Sei es die Pandemie, die Inflation, der Ukraine-Krieg oder der Klimawandel. Ständig heißt es, wir sollen Verzicht üben, wir sollen enger schnüren. Doch es geht nicht enger! Wir kriegen bereits keine Luft mehr! Wir stehen hier nicht mit einem Appell an den Staat. Wir betteln nicht um eine angemessenere Niederhaltung, um sanftere Repression, um weichere Schläge, um gepolsterte Polizeiknüppel. Wir wollen keinen Staat, der uns erniedrigt und isoliert, um den Vermietern, den Großbesitzern, den Gewinnen an der Börse den Rücken frei zu halten. Schauen wir immer nach Chile, in die Türkei, nach Frankreich. Die Krisen sind und waren schon immer Anliegen der Jugend. Und wenn wir uns nun in unserem sozialen Umfeld umschauen, dann sehen wir das Bedürfnis nach Gerechtigkeit in unserer Generation. Sei es in der Schule, medial oder in der Sprache. Aber Widerstand ist keine Angelegenheit von Awareness und Instagram-Infoposts. Nein, Widerstand muss praktisch werden! Fridays for Future hat uns gezeigt, dass die Jugend hier zu einer Demonstrationskultur in der Lage ist. Denn wir brauchen eine Protestkultur. Monat für Monat, Tag für Tag zeigt sich der Kapitalismus, das Patriarchat mit entblößtem Gesicht. Und wir müssen ohne zu zögern mit geballten Fäusten zuschlagen. Wenn wir unseren Alltag als ein Resultat von Demonstrationen, von Klassenkämpfen, von Protesten der Unterdrückten dieser Gesellschaft verstehen, dann erkennen wir unsere Rolle heute, jetzt und hier. Mit der geballten Faust als unser Symbolbild müssen wir unsere Schlagkräftigkeit vereinen und in eine kollektive Bewegung verwandeln. Denn als ArbeiterInnen haben wir die Kraft in unseren Händen und als Jugend das Feuer in unseren Herzen. Einen wir diese Kraft und dieses Feuer und lasst uns gemeinsam für eine Gesellschaft fern von Unterdrückung einstehen. Wir lassen uns die Hoffnung nicht nehmen. Nein, lasst uns erkennen, wie stark wir sind. Organisiert euch und mit Mut und Kraft kämpfen wir gemeinsam für eine bessere Welt. Für die soziale Revolution und für den Sozialismus! Ja.